Guten Morgen. Ich möchte euch heute eine sexuelle Inspiration geben. Und zwar geht es um die Musik. Jeder kennt das, der Sexualität schon mal gelebt hat. Wenn Musik dabei läuft, dann wird die Stimmung meist etwas verändert durch die Musik. Man kann sich vielleicht besser gehen lassen oder man nutzt die Musik so ein bisschen, um in den Flow zu kommen. Und Musik hat auf jeden Fall oft einen Einfluss. Aber oftmals oder meistens ist es dann so, dass wenn Sexualität am Laufen ist und die Musik auch, dass trotzdem im Kopf, im Körper Sexualität fokussiert wird, dass man sexuell aktiv wird. Dass man sich gegenseitig stimuliert, dass man sich streichelt, dass man sich ja, so erregt, dass es dann zur Sexualität kommt, dass man dann den Akt vollzieht, dass man sich penetriert und dass am Ende es dazu kommt, ein Orgasmus kommt oder dann halt eben ja, kein Orgasmus, wenn man nebeneinander friedlich einschläft oder weniger friedlich, je nachdem, wie die Sexualität läuft. Aber Sexualität ist das, wo der Fokus ist und die Musik ist Beiwerk. Wie wäre es denn, wenn man die Musik als Grundenergie in einen Raum gibt und darin zwei Menschen platziert, nackt, im Bett liegend, welche nicht als Fokus die Sexualität haben, sondern die Musik. Quasi eine komplette Fokussierung auf die Energie, die die Musik bietet. Und dass man sozusagen anfängt, entweder im Rhythmus oder gegen den Rhythmus bewusst oder gar nichts macht, darauf reagiert, was die Musik für eine Energie vorgibt. Und das kann durchaus sein, dass man sich überhaupt nicht berührt, die beiden Personen, die da nackt da liegen, sondern dass man vielleicht sich selber einfach nur streichelt oder dass man ja einfach ruhig da liegt oder dass man selber sehr sich herausgeht und die Energie, die die Musik in einem selber auslöst, dass man dem Raum gibt. Und das ist erstmal alles. Sexualität wird in keiner Weise verbalisiert oder in irgendeiner Weise ja, forciert, sondern man sagt ganz klar, lass uns einfach mal der Musik Raum geben und ja, und uns von der Musik tragen und uns entfalten. Quasi wie so ein Ausdruckstanz, aber privat nackt zu zweit und ja, und dann einfach schauen, was passiert. Und ganz bewusst keine Erwartungen haben, keine Erwartungen an Sexualität oder dass es überhaupt zu Berührungen kommt, sondern einfach mal schauen, was passiert. Und ich kann euch sagen, was passiert. Es passiert alles andere, nur keine typische Sexualität. Also Stimulierung des Penis, der Vagina. Und dann, wenn sie feucht und wenn er hart ist, Penetration, Sexualität, Orgasmus, sondern so denn sich beide Menschen wirklich gehen lassen können, passieren ganz viele interessante Dinge. Denn es gibt ganz viele verschiedene Musikarten, es gibt ganz viele unterschiedliche Gespüre für gewisse Situationen. Je nachdem, wie das gerade mit einem selber resoniert, was man selber gerade erlebt hat, was man für eine Persönlichkeit ist. Und es ist einfach die totale Befreiung, einfach sich von der Musik tragen zu lassen und sich zu bewegen. Einfach nur zu bewegen oder nicht zu bewegen. Es muss auch nicht im Rhythmus sein. Und man muss wirklich auch den Mut haben, sich einfach gehen zu lassen. Und dann ist es eben so, dass mal die Frau vielleicht erregt wird, weil gerade irgendwelche Bewegungen passiert sind, die zu Erregung führen. Und dann passiert es vielleicht, dass der Penis mal erregt ist. So. Aber dann kommt es nicht zur Sexualität. Zumindest nicht fokussiert dazu, sondern
Dann wird vielleicht wieder getanzt oder ruhig oder man streichelt sie einfach selber und der Penis ist wieder unerregt und die Vagina ist wieder nicht mehr feucht. Ne? Und da ist es auch nicht wichtig, was dann passiert, ob Penetration kommt oder nicht. Die Musik ist im Vordergrund und das wird ganz klar am Anfang gesagt. Lass uns auf die Musik konzentrieren. Und da fällt nämlich viel von den Menschen ab, was innerhalb der Sexualität zu Problemen führt. Alles, was mit Erwartungen zu tun hat. Erwartungen an sich selbst und Erwartungen an den anderen. Und es ist einfach total befreiend, weil man hat klar gesagt, es ist nur Musik. Wir lassen uns einfach nur mal gehen zu der Musik. Und das war's. Und ich kann das aus vollster Überzeugung jedem empfehlen, das mal so zu tun. Egal wie erfüllt und wie toll eure Sexualität ist. Dieses Mal auszuprobieren, dann werdet ihr noch ein Stück freier und noch eine andere Art von Sexualität erleben, die keine Sexualität ist, die aber oft, wenn zwei Menschen, die energetisch gut zusammenschwingen, innerhalb der Musik zusammenkommen, die oftmals vielleicht eine Sexualität endet, aber es ist nicht fokussiert. Und das schafft einen Raum. Und diese Inspiration möchte ich euch einfach an die Hand geben, weil ich selber habe dadurch auch sehr positive Erfahrungen mit Menschen gemacht, die eben aufgrund von Erwartungen und von gewissen Abfolgen, wie Sexualität zu laufen hat, ja einfach nicht wirklich entspannen können. Und so beim Tanzen passieren Dinge, wovon die Person selber gar nicht geglaubt hat, dass solche Dinge passieren können. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Und ja, solltet es mal ausprobieren, schreibt es in die Kommentare und wenn ihr Gedanken dazu habt, zu dem, was ich gesagt habe, freue ich mich auch über jeden Kommentar. Bis dann, euer Christian.